Einen wunderschönen guten Morgen. Da ist auch schon Tag 3 unserer Schwedentour angebrochen. Das Hotel, was wir jetzt hatten in Tranas oder Tranes, ich schreibe euch das mal unten rein, weil die Aussprache im Schwedischen ist ja ein bisschen skurril, weil da gibt es zum Beispiel auch noch ein A mit so einem kleinen Kringel oben drauf, also wie so ein kleines O. Deswegen aber schreibe ich es unten rein. Das Hotel war sehr niedlich, bisschen oldschool, aber vollkommen ausreichend für einen Zwischenstopp. Es war privat geführt und ganz liebevoll auch eingerichtet. Das Frühstück war reichhaltig und hat uns auch geschmeckt. Heute Nacht hatten wir noch ein Ding gehabt, was denn von Vorteil ist, wenn man am Handy eine Lampe hat, weil es gab Stromausfall und da war es im Klo ein bisschen dunkel. Ja, jetzt sind wir unterwegs, wir machen heute mal ein bisschen mehr Strecke, weil wir wollen heute nach Alt-Uppsala. Dort sind 3 große Königsgräber oder manche sagen auch, dort ist Thor, Odin und Freya begraben. Und die würden wir uns gerne ansehen. Also mal sehen, was wir auf der Strecke noch zu sehen bekommen, weil wir wollen die eigentlich durchfahren. Es sind dann ungefähr 4 Stunden Fahrzeit. Falls wir nichts Spannendes sehen sollten unterwegs, melde ich mich wieder aus Uppsala. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind in Uppsala und hinter mir zwischen den Bäumen, da sind schon leicht die Grabhügel zu sehen. Die Anfahrt war leicht verwirrend, da das Navi, ich habe das TomTom Go, mich über einen Bauernhof führen wollte. Aber irgendwie wollte ich da nicht lang. Und dann habe ich dann aber die richtige Straße gefunden, die auch so ziemlich neu gebaut gewesen war. Hinter mir seht ihr jetzt einen Teil der Königsgräber. Sie entstanden in der frühen Eisenzeit im 5. Jahrhundert. Und es sollen hier Grabstellen angenommen werden von 2000 bis 3000 Stück. Die Gräber hier, die großen Königsgräber, sind ungefähr im Durchmesser 55 bis 75 Meter und bis zu 11 Meter hoch. Man hat hier auch in der Nähe aus der Wikingerzeit einige Bootsgräber gefunden. Angenommen wird hier, dass es hier eine Opferstätte war, weil auch bei den Ausgrabungen, die im 19. Jahrhundert hier stattgefunden haben, hat man auch Menschenopfer in den Gräbern gefunden und sie waren verbrannt worden und so stark verbrannt, dass man nur Fragmente gefunden hatte. Nochmal ein kleiner Punkt zu den Brandbestattungen der früheisenzeitlichen Zeit. Im christlichen Sinne gab es das ja näher nicht mehr. Aber hier, diese Gräber sind natürlich sehr groß, weil da hat man so ziemlich den ganzen Hausstand mit verbrannt. Also die Gegenstände, die im Haushalt waren
und auch zum Beispiel die Sklaven. Das sind dann zum Beispiel auch die Menschenopfer mit beigemengt wurden. Wenn das nicht ganz so richtig ist, dann könnt ihr es gerne mal unten reinschreiben. Aber ich meine es so gehört zu haben. Zu den Grabhügeln gibt es auch noch ein Informationszentrum, besser gesagt ein Museum. Dort ist der Eintritt 150 schwedische Kronen, ungefähr 13 Euro. Das hatten wir uns jetzt nicht angetan, weil das meiste, was dort ausgestellt wurde, kennen wir schon. Aber wir haben noch mal den Museumsshop besucht und auch in dem Museumsshop bekommt man dann auch noch Getränke, also man kann dort auch noch einen Kaffee trinken. Wir werden jetzt weiterfahren, noch ungefähr eine halbe Stunde, nicht gleich nach Stockholm, sondern wir besuchen noch mal Sigtuna. Ihr habt ja schon ein paar Aufnahmen gesehen aus dem schönen Städtchen hier von Sigtuna. Nach Lund ist übrigens Sigtuna die zweitälteste Stadt hier in Schweden. Wir befinden uns gerade auf dem Tingberg. Ting ist die Gerichtsbarkeit, die zur Wikingerzeit entstanden ist, wo man dann halt Gesetze besprochen hat und Probleme. Aber auch dieser Berg war dazu gedacht, weil man auf den Fjord raussehen kann, um Schiffe zu entdecken, ob Freund oder Feind. Weil hier ist nämlich die direkte Verbindung von Stockholm. Wir werden uns jetzt gleich noch eine Ruine oder mehrere Kirchenruinen anschauen. Und dann geht es für uns weiter nach Stockholm, besser gesagt in den Stadtteil Kista. Dort ist nämlich heute unser Hotel, wo wir aber diesmal 2 Nächte bleiben werden, da wir morgen einen kompletten Tag für Stockholm eingeplant haben. Ein Tag wird wahrscheinlich für Stockholm nicht reichen, aber für das Vasa-Museum zum Beispiel wird Zeit sein. Abend sind wir mit der Stockholmer U-Bahn, schwedisch Tunnelbaner, noch ins Zentrum gefahren, was ca. 20 Minuten dauerte. Sie ist die einzige U-Bahn in Schweden. Da viele Bahnhöfe mit besonderen Kunstwerken dekoriert sind, wird die Tunnelbaner zu den größten Kunstgalerien der Welt gezählt. Für den Kauf der Tickets haben wir die SL-App benutzt. Mit dieser kann man sich verschiedene Tarife buchen. Zum Beispiel ein Einzelticket für 75 Minuten kostet 42 schwedische Kronen und ein 24-Stunden-Ticket 175 schwedische Kronen. Mit diesen Tickets kann man alle Verkehrsmittel nutzen, die mit SL gekennzeichnet sind, sogar die Fähren im Stadtgebiet. We'll be right back.
Nach unserer ersten Erkundung waren wir von Stockholm schon begeistert, wenn wir auch erst auf einer der Stadtinseln der Altstadt gewesen sind. Wir fanden dann noch ein uriges Restaurant mit dem Namen Café Stensture. Dort gab es schwedisch typisch Köttbullar und Bier. Morgen geht es weiter auf Erkundung und einem hohen Besuch. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Teil wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!